Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Viele sind wahrscheinlich noch komplett in Sommerstimmung, aber so langsam geht's schon wieder auf den Herbst zu und daher werden viele von euch irgendwie mittelfristig vor der Entscheidung stehen, ob sie dieses Jahr noch aufrüsten sollen oder sich vielleicht sogar einen komplett neuen Gaming-PC anschaffen wollen. Ich habe ja erst vor kurzem ein Update-Video gemacht zu den Gründen, warum jetzt aktuell wirklich ein guter Zeitpunkt ist, um sich einen PC, Laptop oder allgemein Hardware zu kaufen. Das Video werde ich euch an der Stelle natürlich mal verlinken und ich stehe auch weiterhin zu der Meinung. Lieber noch jetzt zuschlagen, bevor es langsam auf das Jahresende zugeht, um nicht von den steigenden Preisen rund ums Weihnachtsgeschäft und vielleicht sogar wieder von schlechter Verfügbarkeit, zumindest mal von RTX 30er und RX 6000er Karten erwischt zu werden. In dem Video hier zeige ich euch daher die meiner Meinung nach besten Gaming-PCs in den aktuell wohl attraktivsten Preisklassen, die ihr euch derzeit kaufen könnt. Die Links zu allen Komponenten findet ihr wie immer natürlich unten in der Videobeschreibung. Dieses Video wird unterstützt durch CyberGhost VPN, der am häufigsten auf Trustpilot empfohlene VPN-Service mit über 38 Millionen Nutzern. Der VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Daten, damit niemand Fremdes darauf zugreifen kann und du völlig anonym bleibst. Ganz ohne Einschränkungen, du kannst wie gewohnt weiter surfen. Positiver Nebeneffekt, CyberGhost VPN entsperrt über 35 Streaming-Plattformen wie Netflix, Amazon Prime Video und Disney+. Du kannst also auch Inhalte sehen, die an deinem echten Standort eigentlich nicht verfügbar sind. CyberGhost VPN speichert keinerlei Nutzerdaten, es gibt eine strikte No-Log-Richtlinie und es gibt tausende verschiedene Server in vielen verschiedenen Ländern. Der VPN ist super nutzerfreundlich, es gibt wirklich für jede Plattform eine App, egal ob für Windows, Mac, iOS, Android, Smart TVs, Spielekonsolen oder sogar Linux. Außerdem kannst du mit einem Abo bis zu 7 Geräte gleichzeitig schützen und das Ganze auch mit deiner Familie teilen. Über meinen Link unten in der Videobeschreibung bekommt ihr aktuell 83% Rabatt auf CyberGhost VPN. Das sind gerade mal 2,03 € pro Monat und aktuell gibt es auch noch 4 Monate kostenlos. Außerdem bist du durch eine 45 Tage Geld-Zurück-Garantie geschützt und der 24/7 Kundensupport ist auch in deutscher Sprache verfügbar. Meld dich also noch heute für CyberGhost VPN an. Vorneweg noch eins, und zwar, falls ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, gerne auch mal bei uns auf der Homepage hardwaredeals.com vorbeischauen. Da findet ihr alle PCs und Laptops in allen Preisklassen, sowie Empfehlungen für Gaming-Monitore, Tastaturen, Headsets und so weiter und auch immer die neuesten Schnäppchen in dem Bereich. Und natürlich gibt's unsere ganzen PCs auch bei Dubaro fertig zusammengebaut als Fertig-PCs. Manche sind da sogar günstiger als selbst zusammengebaut, kann sich also wirklich lohnen, da mal vorbeizuschauen. Und nicht wundern, ihr seht hier im Hintergrund teilweise leicht abweichende PCs. Das liegt einfach daran, dass wir die teilweise noch nicht 1:1 genau so hier auf dem Channel gebaut haben. Das werden wir in den nächsten Wochen aber ändern. Zu allen PCs wird es auch ein ausführliches Zusammenbau- und natürlich Testvideo geben. Die günstigste Preisklasse, die sich meiner Meinung nach aktuell so wirklich lohnt, fängt bei ca. 650 € an. Und was man da aktuell an Hardware und vor allem Gaming-Leistung bekommt, ist absolut beeindruckend. Bei der CPU kommt hier ein AMD Ryzen 5 5600 zum Einsatz, mit 6 Kernen und 12 Threads. Leistungsmäßig auf Augenhöhe mit dem Intel Core i5 12400F, dafür aber ein Stück günstiger und auf jeden Fall eine wirkliche Ansage in der Preisklasse. Zum Einsatz kommt er auf einem ASRock B550M Pro 4, beziehungsweise wer Wert auf RTX-Formfaktor legt, ich persönlich würde es machen, greift direkt für 5-10 € mehr zum B550 Gaming XV2 von Gigabyte. Mit beiden Boards hat man eine super solide Grundlage und könnte da sogar später auf einen 5800X3D oder sowas upgraden. Den Boxkühler ersetzen wir durch den Spartan 5 Max von Endorphi, außerdem gibt es 16 GB RAM und eine 500 GB große M.2 SSD. Wer direkt 1 TB haben möchte, zahlt etwa 20 € Aufpreis, kann durchaus Sinn machen, das einfach direkt zu upgraden. Bei der Grafikkarte gibt es auch richtig viel Leistung, und zwar mit der AMD Radeon RX 6600. Die Grafikkarte performt etwa auf demselben Niveau wie eine RTX 3060 von Nvidia, ist aber ein gutes Stück günstiger, knapp 60 €. Wir haben 8 GB Grafikspeicher und die Karte ist schnell genug, um die meisten aktuellen Spiele in hohen bis sehr hohen Einstellungen mit über 60 FPS in Full HD spielen zu können. Selbst sowas wie Cyberpunk. Was ich aktuell aber wirklich empfehlen würde, ist direkt das Upgrade zu machen auf die RX 6650 XT. Ist dann ein 700 € PC, also wir sprechen von ca. 50 € Aufpreis. Dafür gibt's dann aber nochmal 20-25% mehr Leistung. Also aus Preis-Leistungssicht auf jeden Fall empfehlenswert. Und damit kann man dann auch schon einige Titel in BQHD flüssig spielen. Beim Case gibt's natürlich auch einiges an Auswahl. Ich würde hier entweder zum XPG Valor Air, Silentware Flow 100 oder Endorphi Ventum 200A RGB greifen.
Alle sind unten verlinkt, dann könnt ihr einfach selbst entscheiden, was euch da am besten gefällt. Und die gibt es natürlich auch alle bei Dubaro im Konfigurator. Die nächste Preisklasse fängt bei ca. 900 Euro an. Da gibt es dann auch direkt ein gutes Stück mehr Gaming-Leistung, aber auch eine deutlich stärkere CPU. Verbaut ist hier nämlich schon der AMD Ryzen 7 5700X, also die 8-Kern-CPU, und der kann es dann schon leistungsmäßig fast mit einem i5-13400F aufnehmen. Der Vorsprung von dem liegt bei knapp 6-7%, ist aber auch ein Stückchen teurer, daher ist die Ryzen CPU aus meiner Sicht einfach interessanter. Wer die zusätzlichen E-Cores der Intel-CPU und die damit verbundene höhere Anwendungsleistung braucht, zum Beispiel für Blender oder sowas, kann natürlich trotzdem zu Intel greifen. Beim Board und RAM gibt es hier keine Änderungen, auch der CPU-Kühler bleibt gleich, dafür setzen wir hier direkt auf eine 1TB SSD. Und beim Netzteil gehen wir direkt auf 600 Watt, ebenfalls ein PurePower 11 von Be Quiet. Eine größere Änderung gibt es da schon bei der Grafikkarte, denn hier kommt mit der RX 6750 XT ein deutlich stärkeres Modell zum Einsatz. Verglichen mit der RX 6600 ohne XT bekommen wir hier knapp 50% mehr Leistung, aber auch deutlich mehr Grafikspeicher, 12 GB um genau zu sein, und damit sprechen wir bei dem PC auch schon wirklich von einem WQHD Gaming PC. Denn die Karte ist schnell genug, um eigentlich alle aktuellen Spiele in WQHD mit hohen und sehr hohen Einstellungen flüssig mit über 60 FPS spielen zu können. Auch hier kann man ein bisschen mehr Geld investieren, um die 1000 Euro voll zu machen, dann reicht es nämlich sogar für eine Radeon RX 6800. Für knapp 60 Euro Aufpreis bekommen wir da dann nochmal ca. 15% mehr Leistung und insgesamt 16 GB Grafikspeicher. Kann man auf jeden Fall drüber nachdenken, ich persönlich denke aber, dass mit der RX 6750 XT eigentlich auch jeder glücklich werden sollte. Die Alternative von Nvidia wäre hier die RTX 3070, liegt preislich ein bisschen darüber, obwohl sie leistungsmäßig mehr oder weniger identisch ist, außerdem gibt es weniger Grafikspeicher. Trotzdem muss man natürlich sagen, wer zum Beispiel vorhat zu streamen, der freut sich da über NVENC, andere freuen sich über DLSS, was noch immer vor allem auf älteren Karten besser funktioniert als die Implementierung von AMD, darum sollte das einfach jeder für sich selbst entscheiden. Ich denke, mit keiner von den hier genannten Karten wird man wirklich was falsch machen. Unten verlinkt sind natürlich beide Varianten. Weiter geht's mit der Preisklasse um 1500 Euro. Auch da kann man bei der CPU auf den AMD Ryzen 7 5700X setzen, hat auf jeden Fall genug Power. Wer sagt, dass er an der Stelle aber einfach ein bisschen mehr ausgeben möchte, der kann natürlich auch auf einen i5-13400F oder sogar schon 13600KF setzen oder bei AMD bleiben und einen Blick zum Ryzen 7 5800X3D wagen. Noch immer eine der schnellsten Gaming-CPUs überhaupt. Ich persönlich würde aber tatsächlich eher beim 5700X bleiben und damit ändert sich auch an den anderen Komponenten wie RAM, SSD und so weiter nicht viel. Wer beim RAM direkt auf 32 GB gehen möchte, zahlt dafür ca. 40 Euro Aufpreis, dann macht man die 1500 Euro voll, kann auf jeden Fall Sinn machen. Beim CPU-Kühler habe ich hier auf den Fortis 5 gesetzt, damit hat man einfach ein bisschen mehr Spielraum, was auch spätere Upgrades angeht. Und bei der Grafikkarte gibt es hier natürlich das größte Upgrade, und zwar setzen wir hier dann direkt auf die neue AMD Radeon RX 7900 XT, also die aktuell zweitschnellste Grafikkarte in AMDs Lineup. Das Teil ist der preisliche Konkurrent zur RTX 4070 Ti von Nvidia, bietet aber auch wie in den anderen Preisklassen einfach ein bisschen mehr Leistung und vor allem einen deutlich größeren Grafikspeicher, was hier auch wirklich relevant ist. Bei Nvidia gibt es nämlich nur 12 GB, während es bei AMD ganze 20 GB sind. Und wer vorhat, mit dem PC später in 4K zu spielen, der will die vollen 20 GB auf jeden Fall haben. Versteht mich nicht falsch, die RTX 4070 Ti ist keine schlechte Karte und wer Wert auf Raytracing legt bzw. halt die maximale Raytracing-Leistung haben möchte oder DLSS 3 zum Beispiel, der kann auch zur Nvidia-Karte greifen. Das bessere Gesamtpaket und damit die bessere Preis-Leistung geht aber auch hier wieder aktuell an AMD. Beim Netzteil gibt es hier mit 750 Watt nochmal ein bisschen mehr Reserve und auch beim Gehäuse kommt hier mit dem Endorphi ARC 700 ein größeres Modell zum Einsatz. Auch hier verlinke ich euch zwei Alternativen unten in der Beschreibung, falls euch das vielleicht optisch nicht gefallen sollte. Und das waren dann eigentlich auch schon meine aktuellen Top 3, was die Preis-Leistung angeht. Also die 700 Euro, 1000 Euro und 1500 Euro Preisklassen. Alles, was darunter liegt oder eben preislich darüber, kann da nicht ganz mithalten. Ihr wisst ja, wie das ist. Je mehr Geld man ausgibt, desto weniger Leistung bekommt man im Verhältnis für jeden Euro, den man mehr ausgibt.
Trotzdem gibt es natürlich auch Empfehlungen von mir jenseits der 1500 Euro. Wen die interessieren, schaut gerne mal bei mir auf der Homepage vorbei. Da gibt es auch 2000 und 2500 Euro Konfigurationen. Und bei Dubaro haben wir auch einige PCs bis zu 3500 Euro konfiguriert, die eine ordentliche Preis-Leistung haben. Also auch wenn ihr ein bisschen mehr Geld ausgeben möchtet, seid ihr da auf jeden Fall versorgt. Und auch was die Videos angeht, haben wir demnächst eine 2000 Euro Konfiguration geplant. Da ist dann ein AMD Ryzen 7 7800X 3D und eine 7900XTX verbaut. Werde ich euch auch schon mal unten in der Videobeschreibung verlinken, für diejenigen, die die Konfiguration interessiert. Ansonsten gibt es aktuell auch noch ein ganz gutes Gaming-Laptop-Angebot. Und zwar sind die RTX 40er Laptops in den letzten Wochen erheblich im Preis gefallen. Und es gibt endlich in der 1000 Euro Preisklasse einen Laptop mit RTX 4060, den Gigabyte G5. Ein alter Bekannter, 144 Hertz IPS Display, i5 mit 12 Kernen und eben die RTX 4060. Für alle, die auf der Suche nach einem Laptop sind, auf jeden Fall einen Blick wert. Werde ich euch auch mal unten verlinken. Jedenfalls hoffe ich, dass ich euch allen mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen konnte. Wenn ja, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video.